So, angekommen in Altaruk. Können wir Quest abgeben und die zweite Quest machen wir dann im nächsten Part oder in diesem Part noch fertig. Okay. Ist eigentlich recht wenig. Ich hätte gedacht, es wären mehr, aber... Ja, okay. Quests. Ja, natürlich. Und hier? Einfach 30 Spieler von den anderen Reichen besiegen. Alisius. 30 Alser. Und 25 Alser. 4 haben wir. Syrtis. Und hier werden dann der Dorf Esadi. Edle Metallstücke. Aha, 5 Metallstücke holen. Und hier haben wir das ist dann diese in den Städten, ja. Da müssen wir 2 NPCs in den Städten töten. In Fiskal und das mit M. Da muss ich kurz schauen. Oh nein, nicht mit M. War es Raera? Fiskal und Raera war es wahrscheinlich. Okay, da ist mit M. Monsognir. Das dachte ich mir. So. Also, ja, wenn wieder was los ist, werde ich wieder ein bisschen Zwischenschnitt machen und sonst eben, sobald ich dann wieder mehr Zeit habe zum Aufnehmen, werde ich wieder aufnehmen. Ah, das schaut mal, ein Gestein hier ist hier noch. So. So, und kurz Ventilator ausmachen, der nervt. Ja. Ich werde eben leveln und wenn ich wirklich mal keinen Bock habe zu leveln, werde ich aufnehmen, damit ich jeden Tag einen Part habe. Also jetzt, ab jetzt kommt wieder jeden Tag mindestens ein Part, manchmal 2, manchmal sogar 3. Und heute bin ich noch Besuch, also zu Hause und besuche meinen Vater. Ja, also heute kommt aber ein Part vor 12 Uhr wahrscheinlich noch. Also bis dann. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier in Nagelsburg und wir gehen jetzt eigentlich bald ans Tor von den Eisen. Ja, die sind schon eingebrochen hier. Und sollte eigentlich jetzt hier das Eisentor verteidigen. Da vorne ist noch einer. Also könnte ich eigentlich nach vorne gehen, weil da jetzt einer ist. Aber ob der das halten kann, ich weiß nicht, wer das ist. Steht das auf der Map? Taria 60. Okay. Dann gehen wir nämlich. So. Dann kann ich nämlich auch zeigen, wie drin. Ja. Wie wir drin sind ohne Eisen. Also dass die Eisen gar nicht da sind irgendwie. So, ich habe einen neuen Brustpanzer gefunden. Den Greifenbrustpanzer aus feinem Stahl. Der hat 192, der andere hat irgendwie 178 gehabt. Ach, 72, also 20 Verteidigungsstärke. Und die Beschwörerlord-Tunika. Ja, glaube ich, die Barbarenhosen. Elite-Barbarenhosen. Ein Flammenberg habe ich auch noch gefunden. Und, Arachnoid. Ja, sonst diese hier. Und Leveltechnik bin ich jetzt ja fast Level 51. Sollte bis heute Abend machbar sein. Und ja, dann mal schauen,
wie es mit Level 51 auf Level 52 gut geht. Weil das wird jetzt wieder länger gehen. Und dann immer wie länger, 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 länger. Ganz, ganz lang. Sag, wohin ich soll. Aha. So, und sonst, ich habe keine Reichsschlachten, keine Forts erobert, nix. Ich habe nur gelevelt gestern. Also nicht mehr Wasser-Punkte und auch nicht mehr Spieler-Ding-Punkte. Und ja, ich habe gestern noch gegen einen Zürten gekämpft, der auch Barbar war und anspruchsvoll war. Und ich hätte fast gewonnen, wenn er nicht ganze Zeit gestunt hätte. Weil, ich weiß nicht, die Barbaren, er ist wahrscheinlich durchstreift und ist dann vom Pferd, also hat mich in der Ferne gesehen und hat mich überrascht. Ich war nicht voll geheilt. Dann stand ich auf und machte ihm eigentlich bis auf 100, ja, bis auf 200 HP runter. Und dann hat er eben das erste Mal gestunt und ja, dann konnte ich nur noch 300 Schaden machen. Weil irgendwie hat er 5 oder 6 Stunts gehabt. Ich kann das gar nicht irgendwie vorstellen, aber ja, es gibt wirklich, glaube ich, 6 Stunts beim Baba. Vielleicht noch war, nein, Warmaster kann ich sein mit Level 52 oder so. Aber vor allem hat es mir einfach extrem lange, also ich konnte extrem lange nichts machen. So, wir gehen nach Monzognir. Weil wir können ja sowieso nicht die Ding klauen, die Kristalle. Aber wir können mal zu dem gehen hier. Der Enderis, Endris. So. Ich möchte einfach zu den anderen, weil ich einfach eben leichtes Ziel bin. Solche Alchensucht ist hier herumtümpeln. Und ja, es ist ja ein Online-Spiel, also sollten wir schon zusammen irgendwie etwas machen. Aber hier ist nur noch anders für Spit und Jarhead. Okay, und die anderen. Ah, einer ist am Tor jetzt, das war der, der vorbeiging. Einer ist natürlich im Fort und einer ist hier, geht nach Imperia-Kessel. Gut. So. Ja. Momentan geht es mir gut, also ich habe keine Erkältung, nichts. Weil gestern war es extrem kalt plötzlich wieder, hat geregnet. Und dann jetzt heute Morgen war es so wieder so heiß. Da kamen die Strahlen direkt an meinem Bett gekrochen und haben mich so extrem genervt. Also richtig heiß waren diese Sonnenstrahlen und hat mich geweckt. Und ich dachte so, ja, Pech, stehe ich halt auf, mache die Tür zu, also das Fenster zu und die Storen. Und also die Girlanden da und dann wache ich auf und nehme auf und jetzt bin ich soweit. Ja, gucken wir mal da. Läuft mich da eine an? Nö, scheinbar nicht. Ah, gucke mal, der König ist tot. Wo ist der König? Baldrick Hammerstrike wahrscheinlich da. Ah, guck dir mal, ganz viele. Sind sogar noch zwei mehr. Ja, da. Die beobachten. Nämlich hier. Okay. Schön, dass ihr einen Barbar habt. Zwei Beschis und drei Beschis oder ein Hex ist noch neu. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der Hexer ist. Und ein Schütze, denke ich mal. Ah, das ist ein Jäger, okay. Hm. Regnum ist einfach ab und zu irgendwie, keine Ahnung. Halt nicht fertig. Die Entwickler haben das Spiel einfach auf den Markt geworfen. Und dann haben sie
probiert es Bugfixen, haben sie keinen Bock mehr gehabt und jetzt ist Regnum einfach noch halb fertig und halt manchmal ein bisschen sehr verbuggt. So. Und, was probiert jetzt? Eigentlich müssen wir ja die Kristalle holen, aber irgendwie haben die lieber Bock hier zu bleiben. Aha, die wollen den Angriff. Oh. Hey, was ist das? Ich bug? Nein! So gut. Greif an. Let's come. Bam! Das ist mega lange Animation, das mag ich nicht. Oh, ich habe die sogar auch angegriffen. So, jetzt greif an. Boom, boom. Es kommt niemand. Es ist einfach heute Morgen niemand on. Von den Mäusen. Um ein Königreich zu beschützen, muss man halt auch manchmal außergewöhnlich ankommen. Aber die Eisen sind lieber am Wochenende da zu Massen. Und es bringt einfach nichts. Dann haben sie vielleicht einmal den Wunsch und dann wieder eine Woche nicht oder mehr im Monat nicht, je nachdem wie gut sie sind. Okay, falscher Knopf. So, komme ich was über? Der gibt gar nichts. Ich mag's nicht, dass die NPCs manchmal gar nichts geben. Aber irgendwie muss das doch irgendwie helfen. Ticket. Tja, schade. Und wir können nicht mal WMC wünschen. Uah, sterbe. Alle gehen auf mich, blöde NPCs. Ja, das ist ja auch tot. Sind ja alle tot. Ah, was macht ihr? Ah, ihr wollt euch töten lassen, deshalb. Und ich war das erste Opfer. So, dann sind wir hier, hier. Ah, war das irgendwie ein bisschen sinnlos da oben. Ich verstehe nicht was. Also, dann, ja, holen wir die Kristalle halt nicht. Die denken, sie sind zu wenig. Müssen wahrscheinlich 5 oder 18 sein. Und wir haben einfach unter Level 55er eher. Und deshalb geht's halt nicht. Scheinbar. Aber irgendwie komme ich da im Chat auch nicht nach. Die schreiben so wenig, sie schreiben so mickrig in den Chat. Und Neulinge sind da total überfordert wie ich. Vor allem wegen diesen Abkürzungen immer. Wieso können die das nicht ausschreiben? Das ist das Problem. Schon klar. Das sind ja so die Oberpros, wo ganze Abkürzungen brauchen oder so, die das schreiben. Aber ja, es überfordert halt Anfänger und auch Mittel oder manche, die lange nicht direkt umgespielt haben oder sonst irgendwas. Und das ist halt nicht so nett, aber es ist natürlich gang und gäbe in den Online-Rollenspielen, dass man so abkürzt wie möglich. Ganz, ganz, ganz viel. So ungefähr. Und das heißt irgendwie, komm, wir gehen nach... Komm, wir machen die Invasion und gehen zum roten... nein, zum blauen Kristall. So. Der rote haben wir, ja. Hm.
So, treffen in Aggersburg. Noch 10 Minuten für 1200. Yes! Yes, yes. Also dann töte ich hier irgendwo ein Monster. Hallo, Monster! Was seid ihr? Ich brauche doch ein Monster. Hm. Da ist ein Monster. Ja, da bekommt man wieder keine. Ja, muss nicht abhauen. Oh. Mann, diese verbuggten Viecher. So, jetzt. Das reicht. Weg da. Hm. Arme Varox. Hat noch jemand keine Party? No. So. Also noch 9 Minuten, 37 Sekunden. Und Mauersöldner. Das ist auch ein Clan. Ja, ich habe, den ich ja mitgegründet habe, ja, nicht ganz mitgegründet habe, weil ich ja dann gerade nicht da war, aber einfach ihm geholfen habe, die Spiele zusammentrommeln fürs Gründen. Diese geht es wahrscheinlich, gibt es nicht mehr, also ich habe kein Spiel mehr gesehen, der dieses hat, weil es waren sehr wenige dann online plötzlich und wurde aufgelöst, aber eben... Jetzt ist eigentlich meine Planung, einen eigenen Clan zu machen, den ich auch ein bisschen motivieren kann, dass die Leute on sind oder einfach neue, also die reinbringe, die auch on sind jeden Tag, die auch, ja, die nicht so demotiviert sind manchmal oder so, dass sie manchmal nicht kommen. Und schreibt mich mal in-game an. Wenn ich mal online bin, das seht ihr, wenn ihr mir in die Freundesliste macht. Und ja, wenn ich 8 habe, kann ich dann die Gilde machen. Den Clan. Und wenn ihr Ideen habt, wie der heißen soll, der Clan, dann dürft ihr das natürlich auch gerne mir berichten. Und ja. Sonst macht es auch nicht. Man kann auch clanlos sein. Weil, ja, die verschiedenen Clans sind sowieso immer zusammen und dann kann ich auch mit denen mitgehen. Sie nehmen mich auch eher an jetzt, weil ich auch schon Level 50 bin. Level 51 schon fast. Und, ja, sie merken, dass ich auch etwas reisen kann. Auch wenn ich nicht viel reise. Nicht sehr viel abreise. Ja. Und ja, der Rüstungspanzer, der hilft mir schon ein bisschen weiter. 20 Rüstungspunkte mehr plus 5. Und Verbesserung könnte ich drauf machen, aber mache ich natürlich nicht. Das kostet auch sehr viel. Ja. Aber schön, dass ich wieder mal ein legendäres Item gefunden habe. Ist leider ein bisschen... low-levelig, also ich hätte das Level auf Level 60 wie diese Schuhe gehabt, aber natürlich droppen die auch nicht noch von solchen Gegnern. Und ja, deshalb lasse ich mich überraschen, was mit Level 60 dann droppt. Dann wird wahrscheinlich wieder mehr droppen und ich habe 150 Magnanitstücke erreicht. Ha, hier sind doch manchmal Mobs, sind die alle K.O. Auch wenn ich es nicht brauche. So, noch einen geschlagen. Es ist wirklich kein Alser da. Ich war vorher schon bei der Mauer und habe mich dann leider umgebracht. Und ich wollte einen Mob einfach angreifen und dann
habe ich irgendwie Probleme gehabt und hab mich töten lassen, sozusagen. So. Und ja, ich war halt noch nicht ganz wach und wollte eigentlich dann sofort aufnehmen. Aber gedacht, ich gehe noch zu Augsburg und nehme dann auf. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich fit. Hab gut gegessen. Na? Körperliche Wand. Aha. So. Noch 5 Minuten. Das sollte eigentlich ohne Kampf ausreichen. Sonst heißt es dann 2 Sekunden vor dem, vor der Belohnung dann kämpfen. Ihr müsst kämpfen. 50er Jäger-Equip. Nö, glaub nicht, oder? Ja, hier, aber das ist nicht Jäger. Naja. So. Kurz was trinken. Also. Goblin-Bezwinger. Die Eldris. Ja, die hat wahrscheinlich seit dem Patch nicht mehr gespielt, weil da wurden ja die Achievements zurückgestellt, Ding. Irgendwie ungeplant wahrscheinlich. Und wenn sie jetzt einen Goblin, seitdem endlich wieder mal einen Goblin besiegt, dann bekommt sie die Belohnung nochmal. Also die Belohnung nicht, aber die Auszeichnung. 13 Punkte in Dabi. Voll cool. Streber, ein Glückwunsch. Genau. Ah, nur 3 Minuten, 31 Sekunden. Oh. Ich hasse Wartezeit. Vor allem beim Hochladen oder beim Downloaden bei Steam nervt es mich ein bisschen. Weil es dann manchmal 2 Stunden geht. Also Planet Side 2 ging mit Hochladen und Skypen und so weiter. Also so viel Internetleistung brauchen, ging es ungefähr 2 Stunden. Ohne hätte ich wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten gebracht. So unterschiedlich ist es. Ja, bitte. Hey. Gott, oh Gott. Sollen keine Lastwagen vor dem Haus herumfahren. Das mache ich mal zu. Fertig jetzt. Stört mich. So, ja. Also eben, Regnung ist jetzt gerade wieder sehr cool für mich. Auch wenn es eben ganz zerbackt leckt oder man so richtig komische Bewegungen manchmal macht, obwohl man nur W drückt. Und ja, es gibt halt Negatives in Regnung, das ist klar. Aber nein, mir geht's gut in Regnung. Also ich habe jetzt wirklich wieder Spaß in Regnung und alles. Und ja, eintönig ist es halt, aber es ist halt, es liegt am Spiel, dass es nicht so motivierend gemacht wurde und so. Aber es ist eigentlich recht spaßig immer wieder. Weil so eine Freiheit, also so kämpferische Freiheit, dass man Forts angreifen kann, dass man Mauern angreifen kann und so. Einfach mal ins gegnerische Reich rein kann und so. Ist richtig genial gemacht. Also selben Planet Side 2 hat das noch, aber das ist ganz ohne Rollenspiel eigentlich. Ich glaube schon mit Levels, aber so. Aber glaube ich ohne so Skillpunkte und so weiter. Magie wahrscheinlich auch nicht so. Eher waffentechnisch. Und vielleicht Healer oder so. Mal schauen. Ich kenne es nicht. Ich habe es nur von Kollegen empfohlen bekommen. Schaue ich mal rein, mache ein paar Videos. Und je nachdem, wie es ankommt, mache ich dann mehr oder weniger. Genauso wie bei Regnum.
Und Regnum kommt momentan sehr gut an. Und ja, ich freue mich, jeden Tag zwei Videos zu machen, euch zu geben. Ihr sicherlich auch. Und ja, so ungefähr 20 Leute sind immer die, die permanent schauen. Also nach 2-3 Stunden sind die 20 erreicht. Dann bis 40 bis 60 Aufrufe sind dann die, die weniger oft zuschauen. Ab und zu reinschauen oder so. Klar, zeitgründig oder einfach, weil sie es nicht unbedingt müssen. So, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes! Taube X hat eine ausgezeichneten Eroberer. Taube X hat sicher noch viel mehr Eroberer. Ich find's immer lustig, wenn... Wo ist die Taube X? Wo ist dieser Hase? Ich glaube, sie ist ein Hase, oder? Ein Lamia. Da, ah nein, das ist der, okay. Die andere ist die Hase. Die andere... Weiß ich nicht. Bisschen verwechselt. Also ein bisschen, ja, untereinander vertauscht. Ah, die, die Handschuhe haben wollte, das war die Lamia, was so gut ist. Also so, gutes Equip hat. Und, ja, weil, die sind sehr ausgeglichen, die haben alle Statuspunkte, glaube ich, auf 23. Und das ist eher, ja, finde ich schlecht als gut. Darum gibt es nicht so viele von den Hasen. Aber eigentlich auch gut, aber es bringt's nicht. Ein Barbar braucht Stärke, ein Magier braucht, also ein Hexer braucht Intelligenz und nicht nur alle anderen Statuspunkte zusammen. Ja, ja. Magnetenbogen oder das Kind vom Magnetenbogen. Ja, Magnetenbogen, denke ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, ein Skin von Magnetenbomben wäre schön, aber würden wahrscheinlich nicht so viele machen. Meist halt einfach nur... Ja, dann meinen alle, sie hätten nur noch Magneten-Equipment mit Level 60. Ja, so. Hat jemand Speed? Ich habe Speed, aber nur für mich selber. Voll der Speed. Voll die Drogen, ey. Gott, oh Gott, immer noch an Drogen denken, oder? Geil, ja, ja. Voll das Speed geraucht, Mann. Anders für Speed. Ja, die ist auch oft online. Auch am Morgen meistens. Und, Pino, kenne ich auch recht gut. Die ist auch oft online. Oder er, ja, sie. Sie. Und ja, eigentlich kennen wir die am Abend best, weil ich ja am Abend eher spiele, vor allem levele. Und morgens wechselt es sich manchmal auch ab, also dass manche nicht online sind und manche online. Also ich glaube, ich gehe wieder aufs Pferd, weil sonst bekomme ich die Belohnung da noch nicht. 27.300, sehr gut. 1.200 hat sich gelohnt. So, jetzt sind wir wieder hier. Waffen. Oh. Beim Knutscherin. Das Haus. Nein, ist nicht lustig, weißt du. So. Ich bin der einzige Papa. Das geht doch nicht. Das ist eine Frechheit. Bertha ist die Beste. Die Omi wieder. Ah, die Omi ist gekommen. Die Bertha.
Und wo ist sie? Ich sehe ja nicht, wie sie sagt etwas. Oder schreibt er. So, und Standard. Ja, wer greift an? Soll ich angreifen? Slash ignore Ignis. So, ich auch mal mitkloppen. Ja, geht doch nicht. Man kann die nicht rausloggen. Ja, was ist jetzt los? Manchmal habe ich einfach, die warten auf irgendwas. Vielleicht auf die anderen Mitspieler, aber von der Gruppe sind alle hier. Und jetzt? Ey, reden oder was? Also ich mache nichts. Ich kann nicht tanken. Ach komm. Frechheit. Gut, sie hat nämlich ein Schild. Sie kann Pässe tanken momentan. Und dann greife ich an. Ah, der Drache. Der Drache muss zuerst kommen. Wo ist er? Irgendwo an. Hinterste Stelle. So, die ist mal down. Bang. Down, down. Down, baby. Der eine ist auch down dort. Bogenschütze. Und noch einer, ein Barbar wahrscheinlich. Ein NPC-Barbar. Ich gehe immer gerne auch hinten dran, damit die Leute gut klicken können. So. Und jetzt muss einer staubsaugen vor meinem Haus. Wahrscheinlich die Putzwe. So. Ja, sonst muss ich halt Pause machen, aber möchte es ja gerne zeigen. Zu viel HP. An die Tür. Oh je. So. Ja, ich mache natürlich wenig Schaden für einen Barbar. Also für einen Level 50 Barbar schon, aber nicht für halt Level 60. Genau, klatsche mal ein bisschen mehr. Ja, nichts machen. Einfach nur klatschen. Okay, wer bist du? Jarhead. Ja, mach du das. Jetzt geht's schon schneller mit den zwei Paladinen noch. Sehr gut. Ja, den auch noch, den Buff. Berserk. Ah, oh Mann, das lenkt mich ein bisschen ab, das blöde Saugeräusch. Aber wir haben das Tor gleich. So, jetzt. Jetzt ist auch der Staubsauger kurz aus. So. Offen. Gut. Ja, die Wächter sind easy. Taube wird angegriffen.
Ja, die wissen nicht, dass die Barbaren die schlimmsten Feinde sind. So. Und jetzt? Wir haben bekommen keine Belohnung über, weil wahrscheinlich schon vorher drin waren. Oder doch? Komm. Ich will eine Belohnung. Na, mach nix. Ja, jetzt werde ich wieder leveln und dann werde ich wieder aufnehmen. Und also in der nächsten Part. Ah, jetzt bekommen die Belohnung 2000 Warmos Münzen. Sehr gut. Gut, im nächsten Part bin ich dann Level 51 und wahrscheinlich schon ein bisschen hier angefangen. Ich werde am Abend wieder aufnehmen, wenn da auch wieder ein bisschen mehr los ist. Weil so ist es halt nicht toll, wenn die Eisen nicht da sind, oder? Dann hat man keine Feinde, nix. Ja. So. Also da ja jetzt die Dinge da sind, die Level 60 vom anderen. Jetzt sind nur noch Level 60 in der Gruppe, also ich bin Level 50. Das deprimiert mich. Also weil die ja jetzt da sind, geht's wahrscheinlich mit den Kristallen und dann muss ich ja das Portal ja aufnehmen. Dann wird wahrscheinlich nachher noch ein Part kommen mit dem Portal. Und ja. Kann ich klicken. Ich will klicken. Oh. Das heißt immer Level 55 so böse. So richtig, richtig böse. Wieso erst ab Level 55 hängen? Schlimm. Ah, das ist sehr tief ist ohne. Sehr schön. Also, wird hoffentlich nicht mehr lange gehen. Solange wir keine Gegner mehr haben, wird es wahrscheinlich bald geschehen. Und, ja, eben. Ich nehme sobald wieder auf, bis wir, sobald wir am Tor sind. Ich glaube, Bertha hat nicht richtig geklickt. Sag dir das mal, wer. Die muss ja immer online sein, obwohl sie nicht online ist. Igno und so. Bogi am Arsch, herzlichen Glückwunsch. Okay. Stein geht. So, der andere Stein ist da hinten, oder wo? Also das Portal ist ja hinter dieser Stadt. Wer ist die Stadt? Birka. Die Birke, haha. Und, Gestein nehmen. So. Oh, 5 Magnetstücke, sehr schön. Wartet am Tor, der Stein hat. Dieses Deutsch ist so wunderbar. La 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 la. So. Ich bin Yoda. Taria ist der Yoda von Regnum. Noch ein Schatz. Ach komm. Ah, der ist wahrscheinlich hier hinten am Tal. So weit weg. An dieser Klippe da. Ich glaube, dort war so ein Ständer, so ein, wie sagt man den, Säulen. Mit dem Kristall oben dran. Oder Protest, ja. Oder hier. Ah, noch ein Portal ist aufgegangen.
Oh nein, das ist eine Markierung. So, hier ist es. Vier zum Hello-Stein. So. Kann da irgendwas machen? Nö. Ne, einer muss mal richtig klicken hier. Bin nicht 55. 55. So. Bertha fällt immer noch. Wie geht das jetzt mit H? Nein, mit H ist safe. Ich weiß nicht mehr, wie man... Das kann man sich nachschauen. Nein, natürlich nicht. Ich wusste es mal. Z, oder? T. Ach, egal. Nein, das geht, glaube ich, nur mit den teuren Reittieren. Und mit den Pferden, aber nicht mit dem Panther. Deshalb. Was war das, glaube ich, bei Syrtis Staffel 3 Let's Play? Hatte ich ja diesen Kranich, diesen Laufvogel. Also der mit den grünen Federn, nicht mit der mit den schwarzen Federn. Und der konnte es. Aber hier konnte es ja nicht mal. Stimmt. So, ich habe keinen Bock, dort hinzugehen. Ja, ich werde dorthin gehen. Ich gehe ein bisschen oben durch. So. Und der Chat ist aus. Ah, so. Nein, auch nicht so. Jetzt habe ich gerade Probleme mit den Knöpfen. Ich finde nicht... So würde Requiem aussehen, wenn die Entwickler noch das Spiel langsamer hätten machen können. Weil actionreich ist es ja nicht, Champions of Requiem, es ist eher so taktisch. Also das Kampfsystem ist recht langsam. Und wenn das Laufen noch langsam wäre, ja, wäre nicht so gut. Aber es ist gut, dass es nicht so actionreich ist, dann hat man einfach die Zeit und so. Aber dadurch wurden auch die Buffs, die Stunts eingebaut. Oh je. Yeah. Schlimm. So. Noch ein Schatz. Ja, mit Schnee dran. Aha, der Ork. So. Also. Heute ein bisschen längere Folge, denke ich mal. Ich nehme jetzt überhaupt nicht mehr mit Wecker auf, weil Wecker nervt mich die ganze Zeit. Dann vergesse ich es, dann klingelt es im Video und so. Und deshalb sind die Videos unterschiedlich lang. Und dann habt ihr einen Surprise, ob ich 30 Minuten aufnehme, 20 Minuten oder 40 Minuten. Welch tolles, tolles Future in meinem Let's Play. Yes. Also, ja, Zeit habe ich ja zum Hochladen. Kann auch 15 Minuten sein, kann auch 200 Minuten sein. Ja. Oder 500 Stunden. Aber das ist ein bisschen übertrieben, nur ein bisschen. So. Komm, wir gehen jetzt. Hopp, hopp, hopp. Turbo-Modus rein. Ah, Mann, wieso sind das so lange Laufzeiten? Dave ist doch besser als Gene. Facepalm of Doom. Jetzt können wir den Stein nicht holen, so eine Freche. Ja, ist immer noch dort. Oh, ein Schatz. Gib mir deinen Schatz, gib mir deinen Schatz. Weil es immer Goldmünzen sind, ich will wieder Items, die Level 13, also die um das Level 10 bis 20, die geben immer Items, aber diese Gesteine geben immer nur Goldmünzen.
So. Ja, da ist die Taube AFK. Frechheit. Die Spieler dürfen ja nicht AFK sein. Lieber tanzen. Lieber tanzen und ich werde wieder müde. Wenn mich das Spiel ein bisschen unterfordert. Ja, und die Musik ist gerade ein bisschen nervtötend. Ach komm. Und wieder hoch. Und wieder drauf. Weiter hier rum. So. Niemand ist hier. Und der Drache. Hallo? Ah, da oben. Da oben. Geht weg. Aha. Tenax die Tüte. Das würde so ein geniales Spiel sein, wenn die Drachen wirklich ganz realistisch sind. Noch realistischer als bei Skyrim. Und sie dann wirklich die Steine abkloppen und zum Beispiel die Fahne einäschen könnten und so. Und wenn man sie auch reiten könnte. Wenn es danach so einen Warmaster-Rang gibt oder so, wo man dann kurzfristig auf dem Drachen reiten kann und ihn lenken kann in der Umgebung. Hier, ums Tor. Das wäre so genial. Ah, Regnum 2 kommt raus. Mit, von einem besseren Entwickler, der jeden Tag Updates bringt. Oh, das wäre cool. Das wäre so cool. Also dann, ja. Weil jetzt gar nichts passiert, nehme ich dann wieder auf, wenn wir am Portal sind. Dann könnten wir wieder am Wunsch dabei sein. Und wenn ihr Wünsche habt, was ich wählen soll, beim Wunsch oder so, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also zum Beispiel, ja, wünscht dir doch EXP, dass du schnell Level 60 bist. Und dann wünsche ich, ich kann es natürlich nicht sagen, was die anderen machen. Also ich kann das nicht beeinflussen mit deiner Stimme. Und deshalb, ja, bringt es halt auch nicht ganz so viel, aber ja, ich möchte ihm das Richtige wünschen, oder? Mit Level 60 werde ich dann wahrscheinlich Farmstein wünschen oder so. Warmmaster-Mützen natürlich, wenn sie sagen. Das ist klar, aber eben dann manchmal, wenn es nicht geht. Jo, also, nicht lecken. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss. Mauerbrecher, Mauerbrecher. Der Balina Goldhand. Jetzt haut er ab. Er hat's gemerkt. Oh, er wird angegriffen. Von wem? So. Und... Also, tschüss.